Meine Damen und Herren, ich muss Sie jetzt in ein völlig anderes Gebiet entführen, denn man hat mir das Thema gestellt über die Gewährleistung sozialer Rechte durch die Europäische Menschenrechtskonvention zu sprechen. Und diese Europäische Menschenrechtskonvention ist nun ein eigenes Vertragswerk, das, wie wir wissen, keinesfalls etwa mit dem Recht der Europäischen Union verwechselt werden darf. Und deshalb darf auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, der über die Rechte der Europäischen Menschenrechtskonvention zu urteilen hat und in Straßburg sitzt, nicht mit dem Europäischen Gerichtshof verwechselt werden, der in Luxemburg sitzt und über das Recht der Europäischen Union judiziert. Meine Damen und Herren, Anlass dieser Schaffung der Europäischen Menschenrechtskonvention waren eigentlich die Zustände nach dem Zweiten Weltkrieg. Man wollte durch den Europarat die europäischen Völker miteinander versöhnen, wollte aber auch eine Anerkennung gewisser Menschenrechte schaffen. Sie wissen ja, dass die Vereinten Nationen bereits 1948 die UN-Charta verabschiedet hatten, die allerdings nicht rechtsverbindlich war, keine Rechte, jedenfalls zu damaliger Zeit, keine Rechte gewährleistete. Das sollte mit der Europäischen Menschenrechtskonvention geändert werden. Und hier sollten rechtsverbindliche Texte geschaffen werden. Diese Europäische Menschenrechtskonvention hat dann eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Hatten wir etwa bis 1973 nur 16 Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, so waren es 1998 schon 800 und jetzt laufen etwa jedes Jahr 26.000 Beschwerden beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg ein. Das Prinzip dieser Europäischen Menschenrechtskonvention ist es, eine Gewährleistung von Rechten in einem allmählichen Verfahren zu gewährleisten. Man kann etwas sarkastisch auch von einer lose Blattausgabe sprechen. Oder wenn Sie hier in Barcelona an die Sagrada Familia denken, es wird immer etwas angebaut. Wir haben also seit der Europäischen Menschenrechtskonvention, der ersten Urkunde, haben wir inzwischen 14 Zusatzprotokolle. Ein 15. ist im Gespräch und ein 16. das Erleichterungen des Gerichtshofs bringen soll, ist schon vorgeschlagen. Sie sehen also, es wird immer etwas nachgeschoben. Deshalb ist auch die Zahl der sozialen Rechte, die sich in der Menschenrechtskonvention ursprünglich fanden, gar nicht so sehr groß. Aber man hat ja die Möglichkeit, das durch Zusatzprotokolle zu ergänzen. Das hat meines Erachtens allerdings auch eine Auswirkung auf die Interpretation. Denn wenn die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, den Text der Menschenrechtskonvention durch eine eigenständige Entschließung zu ergänzen, dann kann der Gerichtshof nicht berechtigt sein, Dinge, die sich auch dem Wortlaut nach in der ursprünglichen Menschenrechtskonvention nicht finden, nun im Wege der Interpretation hineinzuinterpretieren. Das ist also ein besonderes Argument für die Rechtsprechung dieses Gerichtshofs, das sich einfach durch die Zahl der Zusatzprotokolle erklärt. Eine besondere Bedeutung hat die Europäische Menschenrechtskonvention dann noch mal nach der Wende von 1990 erhalten. Denn wir hatten ja viele Staaten, insbesondere im ehemaligen kommunistischen Bereich, die nun jahrzehntelang nur kommunistische Verfassungen hatten und sich moderne Verfassungen westeuropäischer Art und Prägung geben wollten. Und die griffen nun auf die Europäische Menschenrechtskonvention zurück. Zum Beispiel Bulgarien, das trat zunächst dem Europarat bei, übernahm die Europäische Menschenrechtskonvention und führte dann die Rechte der Europäischen Menschenrechtskonvention nochmals in seine Verfassung ein. Bei dieser Gelegenheit müssen wir nun über den Rang dieser Europäischen Menschenrechtskonvention sprechen, die ja der Sache nach ein völkerrechtlicher Vertrag ist zwischen den
Mitgliedstaaten, zu denen übrigens sehr früh schon die Türkei gehörte und sehr spät erst Frankreich. Und jetzt sind nun sehr viele osteuropäische Staaten, die Mitglied des Europarats geworden sind und die Europäische Menschenrechtskonvention übernommen haben, sodass wir hier praktisch noch mal einen zweiten Schub bekommen haben. Betrug die Zahl der Mitglieder ursprünglich 22, so sind es jetzt in den letzten Jahren 47 geworden. Sie haben sich also mehr als verdoppelt. Meine Damen und Herren, innerhalb der Rechtsquellen hat die Europäische Menschenrechtskonvention den Rang eines Gesetzes im Allgemeinen. Denn es wird ja von den Mitgliedstaaten als völkerrechtlicher Vertrag ratifiziert und dann in die eigene Rechtsordnung übernommen. Es gibt Mitgliedstaaten, bei denen die Europäische Menschenrechtskonvention auch den Rang der Verfassung hat. Das ist Österreich. Und es gibt einige Staaten, in denen die Europäische Menschenrechtskonvention übergesetzlichen Rang hat, etwa auch in Spanien. Das bedeutet aber auch grundsätzlich, dass die Menschenrechtskonvention nicht Verfassungsentscheidungen ablösen darf. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat dies kürzlich in einem sehr beachteten Urteil, dem Burka-Urteil, mit dem Grundsatz der Subsidiarität ausgedrückt. Es hat gesagt, die Menschenrechtskonvention wollte ja von vornherein nur einen Mindestschutz gewähren. In der damaligen Zeit wollte aber nicht die demokratisch vorrangigen Entscheidungen, die die nationalen Parlamente treffen, überrollen. Und aus dem Grunde hat es auch gesagt, muss sich die Europäische Menschenrechtskonvention bei dem Burka-Verbot zurückhalten, weil es hier um eine demokratische Entscheidung geht, die ja auch in gewisser Weise die Kultur des Mitgliedstaates Frankreichs mit seinem Laizismus prägt. Das muss dann aber auch für alle anderen fundamentalen Entscheidungen der anderen Mitgliedstaaten gelten. Wenn wir uns nun die einzelnen sozialen Rechte der Europäischen Menschenrechtskonvention anschauen, dann dürfen wir nicht in den Fehler verfallen, hier einen gleichsam europäischen Sozialrechtsverbund zu konstruieren. Denn wir haben ja schon gehört, es gibt inzwischen die Europäische Grundrechtecharta, die Grundrechtecharta der EU, die aber natürlich nur für die Mitglieder der EU gilt. Denken Sie daran, dass ich vorhin sagte, dass die Türkei die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert hat. Wir müssen also meines Erachtens sorgfältig die einzelnen Bereiche auseinanderhalten, weil sie unterschiedliche Mitglieder haben und weil ja auch die Mitglieder teilweise berechtigt sind, Vorbehalte zu machen. Es ist ja nicht nur die Europäische Grundrechtecharta der EU, die hinzutritt. Es gibt auch einen Pakt über politische und bürgerliche Rechte, der geschlossen wurde. Und es gibt die Europäische Sozialcharta. Es gibt also eine Fülle einzelner Bestimmungen. Und meines Erachtens ist es unzulässig, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg nun herkommt und aus allen einzelnen Vertragswerken für eine Interpretation das ihm passende Argument wählt und dabei auch nicht einmal Rücksicht nimmt, ob der betreffende Mitgliedstaat dieses Vertragswerk überhaupt ratifiziert hat. Es stellt auch ab auf Stellungnahmen der Venedig-Kommission, also alles Dinge, die nicht im Range eines Rechts sind. Und hier habe ich eben Bedenken gegen diese Rechtsprechung des Gerichtshofs in Straßburg. Wenn wir uns nun einmal die Liste der sozialen Rechte in der Menschenrechtskonvention ansehen, so sind das eigentlich nicht viele. Es ist Artikel 4, das Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit. Es ist Artikel 11 mit der Vereinigungs- und der Versammlungsfreiheit und auch der Freiheit, Gewerkschaften zu gründen.
Das ist hier ein ganz besonderes Problem, weil es hier eine spezifische Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs gibt. Dann besteht ein Diskriminierungsverbot und damit sind eigentlich das, was wir als soziale Rechte begreifen, schon ziemlich am Ende. Man kann sich natürlich auch noch auf das Eigentumsrecht stützen. Deshalb nämlich, weil nach deutscher Auffassung, aber auch nach Auffassung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs aus dem Eigentumsrecht öffentlich-rechtliche Versicherungsansprüche dann geschützt sind, wenn sie durch Beiträge erworben sind. Das ist die ähnliche Rechtsprechung wie in Deutschland, sodass hier, wenn Sie so wollen, das Recht des Kapitalisten nun zu einem Recht des Rentners und des Krankenversicherten wird, auf derselben Grundlage der Eigentumsgarantie. Die problematische Entscheidung, die ich schon nannte, ist nun die, dass eine Kammer, eine Sektion des Europäischen Gerichtshofs in Straßburg aus Artikel 11, also der Vereins- und Versammlungsfreiheit, das Recht der Streikfreiheit entnommen hat, das dort ausdrücklich nicht steht. Es steht nämlich nur, man hat das Recht, auch Gewerkschaften zu bilden. Nun wissen wir ja, dass sich dieses Streikrecht in einem Jahrhundert voller Kämpfe langsam durchgesetzt hat. In Deutschland, in der Verfassung erwähnt, ist im Wesentlichen durch Richterrecht ausgeprägt wird. Aber man hat bisher immer unterschieden, ob das Recht, Gewerkschaften zu gründen, gewährleistet wird oder das Streikrecht gewährleistet wird. In Artikel 11 hat man nun nur das Recht, Gewerkschaften zu bilden, fundiert und daraus das Streikrecht abzuleiten, verstößt meines Erachtens gegen die Wiener Vertragsrechtskonvention, die eben die Mitgliedstaaten nur an ausdrücklich eingegangene Verpflichtungen bindet. Und die Bundesrepublik Deutschland hätte schon aus ihrer eigenen Verfassung heraus, dass ihr das Berufsbeamtentum kennt und das Streikverbot für Beamte kennt, hätte es niemals einer solchen Formulierung zustimmen können. Und hier kommt noch einmal mein vorhin schon erwähntes Argument. Es gibt ja jederzeit die Möglichkeit, ein Zusatzprotokoll zu schaffen, sodass man dann die Streikfreiheit und auch die Grenzen der Streikfreiheit, über die man ja auch reden muss, normieren könnte. Das ist nicht geschehen, sondern es ist nur durch eine Interpretation einer Kammer geschehen, die, wie gesagt, sich auch auf die europäische Sozialcharta beruft, obwohl die gar keine Rechte begründen will, sondern nur völkerrechtliche Verbindlichkeiten begründet. Und der Gerichtshof hat das Argument verwandt, dass man der Staat auch an Bestimmungen gebunden sein kann, die er selbst nicht ratifiziert hat, was meines Erachtens gegen die Wiener Vertragsrechtskonvention, wie ich schon sagte, verstößt. Der Gerichtshof beruft sich nun darauf, dass dieses Vertragswerk, diese Europäische Menschenkonvention, ein Living-Instrument sei, was sich mir verschließt. Für mich sind das tote Buchstaben. Das Einzige, was lebt, das ist der Richter, der diese toten Buchstaben interpretiert, aber sich hier nun auf ein Living Instrument oder auf gewandelte Verhältnisse zu berufen, ist meines Erachtens nicht richtig, denn das Problem der Streikfreiheit ist nun ein Problem, das wir aus dem 19. Jahrhundert kennen. Solange wird das in den einzelnen Rechtsordnungen diskutiert und nun kann man nicht plötzlich sagen, dass ein Bedürfnis dafür besteht, dieses Artikel 11 nun auch als Recht der Streikfreiheit auszulegen. Man wird also sehen, aber ich möchte noch mal auf die eingangs erwähnten Grundsätze der Subsidiarität zurückgreifen, dass der Menschenrechtsgerichtshof in dem Burka-Urteil nun gesagt hat, es soll ja nur ein Mindeststandard gewährt werden und vor allen Dingen die demokratisch gewachsenen Institutionen und Strukturen der einzelnen Mitgliedstaaten, die ja gänzlich unterschiedlich sind, die sollen hier nicht angetastet werden. So hat etwa die Kammer des Menschenrechtsgerichtshofs gesagt, ein Ruhestandsbeamter, das ist gar kein Beamter mehr, kein öffentlich Bediensteter, sondern das ist ein Privatmann.
Er hat es für die Türkei entschieden. Also für das österreichische und für das deutsche Verfassungsrecht würde das sicher nicht gelten, denn der Ruhestandsbeamte findet sich in einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis. Er ist ja auch jederzeit auskunftsverpflichtet, schweigeverpflichtet und so weiter. Man kann also nicht sagen, dass das hier ein Privatmann sei. Denn dieser Unterschied ist wichtig. Es gibt nämlich in Artikel 11 in dieser Bestimmung über die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit eine Ausnahmemöglichkeit für Polizeistreitkräfte und die Staatsverwaltung. Da sagt nun der Menschenrechtsgerichtshof, das ist ganz eng zu interpretieren, diese Ausnahmeklausel, und würde also etwa das Streikverbot für deutsche Berufsbeamte nicht rechtfertigen. Selbstverständlich gibt es Meinungen im Schrifttum, die ich hier nicht im Einzelnen vortragen will, die sagen, dass das Gericht hier hart an der Grenze der richterlichen Befugnisse argumentiert. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss nur noch einen kurzen Ausblick auf diesen Europäischen Menschenrechtsgerichtshof geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein oberster Gerichtshof Europas werden wird, wie das ja teilweise schon mal gedacht war, die ist wohl sehr viel geringer geworden. Es besteht zwar die Möglichkeit, dass die Europäische Union der Europäischen Menschenrechtskonvention beitritt, aber aufgrund eines Gutachtens, das Sie ja sicherlich alle kennen, des Europäischen des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, der Bedenken dagegen hat, dass der Menschenrechtskonvention beigetreten wird, wird es politisch wahrscheinlich nicht dazu kommen. Das scheint mir auch richtig zu sein, denn insbesondere was die Qualität der Richter des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs in Straßburg angeht, ist einiges zu erinnern. Das betrifft natürlich nicht die klassischen Staaten, aber es hat immer wieder Fälle gegeben, in denen die zuständigen Ausschüsse oder auch extra Findungskommissionen für die Richter von einer Richterwahl abgeraten hat, die Versammlung dann doch vorgenommen hat. Also es besteht auch gegen die fachliche Qualifikation einiger Richter Bedenken. Und wenn man sich vorstellt, dass dieses Gericht nun das oberste Gericht in Europa werden sollte, dann sind hier doch Bedenken zu äußern, ganz abgesehen davon, dass es untunlich ist, wenn man nun immer noch ein Gericht über das nationale Verfassungsgericht, das Europäische Gericht, den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg stellt, über den Europäischen Gerichtshof, dann den Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Das ist eine Fülle von Abfolgen, sodass praktisch die Parteien nie zu einem Urteil kommen werden. Außerdem ist gegen den Gerichtshof oder gegen die Weiterbildung durch die Rechtsprechung einzuwenden, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg nicht das Recht hat, seine Entscheidung mit Allgemeinverbindlichkeit zu verkünden, wie das etwa das Bundesverfassungsgericht in Deutschland tun kann. Dort gelten ja bestimmte Urteile mit Gesetzeskraft und werden im Bundesgesetzblatt verkündet. Die Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs wirken nur Rechtskraft zwischen den Parteien. Das heißt, was dort für einen türkischen Ruhestandsbeamten entschieden wird, kann in keiner Weise die Bundesrepublik binden, denn die Rechtskraft besteht nur zwischen der Türkei und dem Gerichtshof in diesem einen Punkt, der dort entschieden ist. Also auch aus diesem Grunde ist davon abzuraten, wie das jetzt vorgesehen ist, den allgemeinen Aussprüchen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs über den Einzelfall hinaus eine große Bedeutung oder eine weitere Bedeutung zuzuerkennen. Ja, meine Damen und Herren, es tut mir leid, die Europäische Menschenrechtskonvention gibt nicht viel her, und wie Sie merken, gibt meine Stimme plötzlich auch nicht viel mehr her.
Und deshalb bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung.